Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich warte gerade noch den Augenblick, bis die letzten Gäste, die jetzt noch eintreffen, einen Platz gefunden haben. Und freue mich natürlich, dass diese Veranstaltung heute so großen Zuspruch findet. Wir haben immer gern gefüllte Häuser. Ich begrüße ganz herzlich zu dieser Veranstaltung als Hausherr. Fukushima hat uns gelehrt, Atomkraftwerke sind nicht nur hochgradig risikobehaftet, sondern im Extremfall schlichtweg unbeherrschbar. Menschliches Handeln, das habe ich vor anderthalb Jahren hier bei den Gedenkveranstaltungen schon gesagt, schließt Irrtum grundsätzlich nicht aus. Wenn aber dann ein Irrtum ganz offensichtlich wird, dann muss menschliches Denken und Handeln korrigiert werden. Deswegen können wir heute sagen, es war allerhöchste Zeit, umzudenken. Die durch Fukushima ausgelöste Energiewende hier bei uns in Deutschland ist eine große Herausforderung. Das muss ich Ihnen eigentlich nicht erzählen. Aber wir brauchen nicht alleine die Technologie, um die notwendige Menge an Energie zu erzeugen, sondern wir müssen auch das Problem der Transporte und vor allen Dingen der Bevorratung lösen. Dafür gibt es ehrgeizige Zeitpläne und in diesem Zusammenhang auch immer wieder die Versuche, die Betriebsdauer unserer Atomkraftwerke in Deutschland zu verlängern. Die unheilvollen Ereignisse von Fukushima begannen am 11. März vergangenen Jahres. Menschen neigen leider dazu, sehr schnell auch zu vergessen. Der Supergau in Japan hat uns aber gezeigt, dass wir uns von dieser Technologie verabschieden müssen und das besser heute als morgen. Deshalb gehört die Diskussion über den Atomausstieg in den Themenkreis zur Energiewende und unterstreicht aus regionaler Betroffenheit heraus unsere Bemühungen zur Umsetzung eines lokalen Klimaschutzkonzeptes. Unsere Betroffenheit über die Katastrophen in Japan ist nicht mit Beileidsbekundungen und Spendenaktionen beendet, sondern muss in eine lebendige Diskussion über die Möglichkeit von Veränderungen münden. Deshalb habe ich mich gern bereit erklärt, für die heutige Veranstaltung den Stadtverordneten-Sitzungssaal hier in unserem neuen Rathaus zur Verfügung zu stellen. Ich begrüße ganz herzlich den Gast dieses Abends, Herrn Kazuhiko Kobayashi. Gemeinsam mit Ihnen gespannt darauf, was er uns an Informationen und Erkenntnissen mitgebracht hat. Und bevor ich das Mikrofon an Frau Dr. Sintak bzw. an Herrn Scheibel zurückgebe, möchte ich Herrn Kobayashi, weil es vielleicht nachher vergessen geht, ein kleines Willkommensgeschenk überreichen, das ihn dann an diese Veranstaltung hier bei uns in Langen erinnern soll. Ja, vielen Dank, Herr Gebhardt, auch nochmal von Langen gegen Atomkraft an dieser Stelle. Das ist für uns natürlich schon auch ein deutliches Zeichen und da möchte ich mal ganz herzliches Dankeschön für sagen. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich will keine lange Vorrede machen, aber eins denke ich an dem heutigen Tag, dem 9. November, kann man nicht ganz außer Acht lassen, was das für ein Tag ist, auch für uns Deutsche.
viele sagen, ein Schicksalstag, eigentlich müsste es unser Nationalfeiertag sein. Allerdings glaube ich, dass die, die das entschieden haben, auch sich genau überlegt haben, warum sie das nicht getan haben. Denn wenn wir noch nicht einmal 100 Jahre zurückgehen, am 9. November 1918 sind drei denkwürdige Ereignisse gewesen. Der deutsche Kaiser hat abgedankt wegen eines verlorenen Krieges. Philipp Scheidemann, der Sozialdemokrat, hat die Republik ausgerufen. Und Karl Liebknecht hat die Regenrepublik ausgerufen. Da wird es dann schon verwirrend. Der 9. November 1938 ist eine der dunkelsten Stunden in unserer Geschichte und daran erinnern sich manche dann doch nicht so gerne, als in unserem Land alle jüdischen Mitbürger verfolgt wurden von den Nazi-Horden, die Synagogen niedergebrannt wurden. Wir haben hier eine lange Tradition in Langen, auch an dieses Datum zu erinnern, das wir nie vergessen sollten. Und dann ist natürlich auch nicht zu vergessen, der 9. November 1989, als ich aufgrund, ja, ich sage jetzt mal unter anderem eines Versprechers, eines SED-Kranken plötzlich die Mauer in Berlin öffnete und die Wiedervereinigung oder die Vereinigung Deutschlands in die Wege geleitet wurde. Also alles Gründe zu gedenken, sich zu erinnern und sicher auch an das eine oder andere davon zu feiern. Das zeigt aber auch, dass Geschichte von nur 100 Jahren, es sind ja nicht einmal 100 Jahre, die da vergangen sind, so vielschichtig sein kann, dass so vieles passiert, dass man sich ernsthaft überlegen muss, was machen wir mit der Zukunft, wie gehen wir mit unserer Geschichte um. Ähnlich wie dieser 9. November für Deutschland, denke ich, ist der 11. März 2011 für die japanische Nation ein Anlass, sehr tief nachzudenken, als die Ereignisse, als die Naturkatastrophe, als die Atomkatastrophe in Fukushima passiert ist. Ich denke, es ist gute Tradition, auch wenn Gedenken sicher nicht alles nicht heilt und hilft, dass wir vor Beginn der Veranstaltung eine kurze Gedenkminute für all die Opfer der verschiedensten Atomkatastrophen, sei es in Tschernobyl, sei es in Mayak, sei es in Fukushima, die es schon gegeben hat und die es noch geben wird, dass wir diese Opfer gedenken. Ich bitte um eine Minute Stille, bevor wir mit der Veranstaltung beginnen. Gebe ich gleich das Wort an die Frau Dr. Dörr-Siegentopf, die in diesem Jahr ja schon in Japan war und die hier eine kurze Antwort geben. Vielen Dank. Ja, mein Teil ist, den Redner des Abends vorzustellen, Kazuhiko Kobayashi. Ich lernte ihn in Tokio kennen bei einem Treffen von Fukushima-Opfern im Rahmen einer Gewerkschaftsveranstaltung und erfuhr, dass er in diesem Jahr eine Vortragsreise nach Deutschland plant und dass er auch schon mit der Initiative Bye Bye Biblis, wobei ich... Wie seid ihr denn? Ach, da seid ihr, ja. Schon Kontakt hatte, vielleicht erzählt er das selber auch nochmal, über die eine Demonstration. Und da lag es nahe zu sagen, wenn es möglich ist, dass wir doch auch in unserem Kreis hier eine Veranstaltung durchführen. Ich danke natürlich ganz herzlich dem Bürgermeister, dass das in diesem wunderbaren Ambiente möglich ist. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, dass wir, glaube ich, einen sehr kompetenten Redner heute Abend haben. Er hat nämlich beide Kulturen, die japanische und eben auch die deutsche, erlebt. Er ist fast 30 Jahre in Deutschland gewesen nach seinem Studium
der Germanistik in Tokio, war dann 6 Jahre als Angestellter von kaufmännischer Angestellter in Deutschland und hat sich dann selbstständig gemacht und ist erst in den 90er Jahren wieder zurück nach Tokio gegangen. Also jemand, der auch unsere Seite ein Stück kennt. Er hat auch ein kleines Buch geschrieben, das heißt Die Globalisierung und unser Leben kritisch gesehen. Und da denke ich, das passt ganz gut, wenn ich sein Motto kurz verlese. Das ist ein Zitat des Physikers Stephen Hawking. Jetzt, da wir die technischen Möglichkeiten haben, besteht die echte Gefahr, dass wir alles auf dem Planeten auslöschen. Ich glaube, dass wir nicht ahnen, wie furchtbar nahe wir seit Fukushima dieser Möglichkeit sind. Und ich denke, wir werden einen Teil nach dem Vortrag vielleicht besser verstehen und es anordnen können. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, meine lieben Freundinnen und Freunde. Ich bin ganz, ganz glücklich, hier meinen Vortrag halten zu dürfen und dass Sie gekommen sind, meinen Vortrag zu hören heute Abend. Das ist wirklich für mich eine große Ehre. Ich möchte zuerst einiges zu meiner Person sprechen und da möchte ich Ihnen ganz kurz meine Grundgedanken über die heutige Gesellschaft bzw. über die heutige Technik vermitteln und dann werde ich Ihnen anschließend noch ein paar Bilder zeigen über die Lage Japan und da möchte ich in einzelnen Themen eingehen. Vorerst einiges zu meiner eigenen Person. Ich bin geboren im Jahre 1946 in Japan, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben alles verloren. Und mussten sehr schwer kämpfen, um zu überleben. In dieser Armut, in diesem schwierigen Leben hatte mein Vater doch noch ein Hobby, deutsche klassische Musik zu hören. Mein Vater hatte einen Freund, der für ihn ein sehr primitives Schallplattenabspielgerät gebastelt hat. Und damit hat er jeden Abend deutsche klassische Musik mit Schallplatten gehört. Tonqualität war natürlich nicht vergleichbar wie zu den heutigen, aber immerhin, er hat begeistert jeden Abend gehört und ich habe als kleiner Junge mitgehört. Und das war also sozusagen Anfang meines Interesses an der deutschen Kultur und ich habe mich entschlossen, Germanistik zu studieren. Aus meinem bestimmten persönlichen Grund bin ich dann anschließend gleich nach meinem Studium nach Deutschland gekommen. Ich habe die meisten Jahre dieser Zeit in Deutschland selbstständig gearbeitet. Einerseits für europäische Unternehmen, die Geschäftsverbindungen hatten nach Asien, nach Japan, umgekehrt auch die japanischen Unternehmen, die geschäftliche Tätigkeiten hatten mit europäischen Ländern. Da hatte ich sozusagen als verlängerter Arm oder Verbindungsmann oder auch Berater fungiert und habe damit meine Existenz sozusagen abgesichert. Aber während dieser ganzen Zeit war ich eigentlich nie ganz total glücklich. Ich war schon als kleiner Junge immer
begeisterter Naturfreund. Ich bin sehr gerne so in den Bergen gewandert. Das tue ich heute noch. Und für mich war die schöne Natur irgendwie das beste Geschenk. Und irgendwie war bei mir ständig so seelischer Kampf. Einerseits arbeite ich fürs Geld, andererseits habe ich immer einen Widerspruch gefunden in der heutigen Gesellschaft. Man lebt nur fürs Geld und vergisst eigentlich viel Wichtigeres. Das war irgendwie immer meine Schlussfolgerung und wollte deswegen irgendwann möglichst schnell diese Tätigkeit beenden, wollte etwas anderes machen. Das hat mich letztendlich dazu geführt, dass ich anfing, ein Buch zu schreiben über meine Erlebnisse in Deutschland und auch wollte schreiben einfach so über Themen, gesellschaftliche Themen, Armut, Reichtum, Rassenprobleme, aber unter anderem auch Umweltprobleme, die heutige Menschheit verursacht. Ich bin im 1997 nach Japan zurückgekehrt und allmählich habe ich meine Meinung immer mehr befestigt und ich habe mich letztendlich entschlossen, meine wirtschaftliche Tätigkeit in der freien Wirtschaft stark zu beschränken und ich wollte irgendwie arbeiten zum Zweck des Umweltschutzes und so weiter. Ich habe mein Buch Globalisierung und unser Leben kritisch gesehen fertig geschrieben als Manuskript im Ende des Jahres 2010. Und habe angefangen Anfang 2011 entsprechenden Verleger in Deutschland zu finden. Ich habe lange Zeit gebraucht, einen entsprechenden Verleger zu finden, der sich bereit erklärt hat, mein Buch zu veröffentlichen. Ich habe dieses Buch bewusst auf Deutsch geschrieben, weil in dem Buch sehr viele Dinge geschrieben worden sind, die ohne meine Erfahrung in Europa nicht imstande gekommen wären. Auf jeden Fall war ich glücklich, dass mein Buch endlich mal veröffentlicht wird. Und da habe ich einen auch entsprechenden Verleger gefunden und da bekam ich plötzlich dieses Erdbeben mit. Das war Nachmittag am 11. März, da war ich in meiner Wohnung in Tokio mit meiner alten Mutter. Ich lebe in einer Eigentumswohnung mit meiner Mutter in Tokio, die ist sehr alt, 93 Jahre alt. Und es kam dermaßen großes Erdbeben und ich war im Arbeitszimmer, ich bin sofort gerannt zum Wohnzimmer, wo meine Mutter war. Und dann habe ich instinktiv meine Mutter geschützt und die Schränke fielen, alle Geschirre fielen herunter auf den Boden, das war also ungeheuerlich. Und die Wohnung hat so stark geschüttelt und ich sah vom Fenster aus, dass alles, die Landschaft, alles sich bewegte, heftig bewegte. Ich dachte, ich überlebe nicht mehr. Aber Gott sei Dank auch überlebt. Kurz nach diesem Ende der Erschütterung habe ich sofort Fernseher eingeschaltet. Dann kam die große Nachricht, in Fukushima kam Explosion. Ich war schon als kleiner ein junger Mann, als Student, schon immer sehr, sehr skeptisch. Ich war skeptisch eingestellt für die Atomkraftwerke in Japan, besonders in Japan, denn jeder kleine Junge oder jedes kleine Mädchen in Japan
weiß, dass in Japan jederzeit irgendwo ein großes Erdbeben kommen kann. Also bei uns ist eigentlich geschichtlich gesehen fast jedes hunderte Jahr kommt ein großes Erdbeben. Es ist ja nicht irgendwie neu, dieses große Erdbeben jetzt in Fukushima, sondern es waren früher regelmäßig immer große Erdbeben. Also quasi jeder Japaner weiß, bei uns jederzeit ein großes Erdbeben kommen kann. Das hat natürlich auch, das haben natürlich auch alle Verantwortlichen an unserer Regierung, an unserem Industrieministerium und natürlich vor allem alle Verantwortlichen von TEPCO, vom japanischen Stromkonzern, gewusst. Das heißt, sie haben von vornherein gewusst, dass großes Erdbeben kommen kann, und das bedeutet, dass die japanischen Atomkraftwerke sehr stark gefährdet werden können. Ich war deswegen wirklich überrascht wirklich wütend, als kurz nach der Katastrophe, dass diese Verantwortlichen von TEPCO vor der Presse das erste Statement gegeben hat, in der Weise, sie haben gesagt, diese Katastrophe, diese Explosion kam durch diese ungeheure Naturgewalt, die weit über unsere Vorstellung hinübergeht. Da war ich so wütend, denn gerade diese Leute hätten genau gewusst, dass sie in dem Land, wo so häufig große Erdbeben kommen können, genau deswegen ausreichende Vorkehrungen, Sicherheitsmaßnahmen hätten treffen müssen. Das haben sie nicht gemacht. Sogar in TEPCO, es hat sich gezeigt, dass in diesem Konzern TEPCO sehr viele junge Ingenieure waren, die intern im Konzern immer wieder die Verantwortlichen, die oben am Managerstühlen sitzen, gewarnt haben. Unsere Atomkraftwerke sind sowieso alle fast 40 Jahre alt, sie sind marode und jederzeit kann etwas passieren. Deswegen unsere Atomkraftwerke müssen noch viel stärker gewartet werden, müssen repariert werden, müssen mit neuen Teilen ersetzt werden, etc. etc. Diese Verantwortlichen haben nie gehört, weil sie immer interessiert waren, diese steuerlich bereits schon abgeschriebenen Anlagen weiter ohne zusätzliche Kosten zu treiben. Warum? Ganz einfach. Dadurch erreichen sie maximales Profit, was sie mit diesen Atomkraftwerken dann Strom verkaufen, das ist ja alles nur noch Gewinn, und das wollten sie so weitermachen. Und dabei haben sie als Verantwortlichen das Wichtigste vergessen, Sicherheitsmaßnahmen streng durchzuführen. Also ich war praktisch nach dieser Katastrophe in Fukushima wie gelähmt. Praktisch ein paar Tage konnte ich überhaupt nicht mehr denken. Aber nicht nur ich, sondern viele Japaner. Bei vielen Japanern ging es sicherlich so. Und es ging ein paar Monate so weiter. Und dann im Juni bekam ich Nachricht aus Deutschland, dass Deutschland sich offiziell erklärt hat, aus Atomenergie auszusteigen. Das hat mich gewaltig erfreut. Ich war wirklich überglücklich. Ich dachte, Deutschland ist doch ein großes Industrieland. Und das große Industrieland hat stets natürlich braucht sehr viel Energie. Und gerade so ein Industrieland wie Deutschland sich erklärt, dass sie aussteigen wollen aus Atomenergien und neue, noch saubere Energien nur noch entwickeln und benutzen. Das bedeutet, die stärksten Signale in die Welt, die beste Ermutigung für diejenigen Bürger, die
kämpfen gegen diese Atomkraftwerke. Ich habe mich dann kurzfristig entschlossen, nach Deutschland zu kommen und die Deutschen aufrufen, vielen Dank erstmal, aber dann, sie möchten bitte, bitte diese Signale weiter senden, ununterbrochen weitersenden, wie wichtig ist, vom Atomkraftwerk auszusteigen. Und gerade weil Deutschland mit dieser Aktion sehr viel sozusagen Interessen von der ganzen Welt an sich, für sich herangezogen hat, dachte ich, wenn ich in Deutschland die Deutschen aufrufe, dass sie bitte weiter so machen und diese Signale weiter in die Welt schicken, dann indirekterweise werde ich damit natürlich auch den Druck machen auf die japanischen Politiker, die doch umdenken sollten und gleichzeitig auch die japanischen Bürger ermutigen, mehr und mehr. Und das war meine Gedanke und ich habe deswegen diese erste Vortragsreise im letzten Herbst gemacht, im Herbst des letzten Jahres. Ich habe in 9 verschiedenen Städten Vorträge gehalten und dann bin ich zurückgekehrt nach Japan und das war Ende oder November 2011. Und da fand ich praktisch in Tokio noch kleine Demonstrationen. Das waren so ein paar hundert Leute, höchstens vielleicht 1000 Leute, mehr nicht. Und niemand damals, das heißt niemand noch zum Zeitpunkt Ende des Jahres 2011 gedacht, dass plötzlich im folgenden Jahr so große Demonstrationen in Japan entstehen werden. Ich habe festgestellt, dass mehrere Gründe sind, warum diese große, plötzlich so große Demonstrationen entstanden sind in Japan, aber besser als sprechen, ich zeige Ihnen ein paar Bilder, sodass Sie vorstellen können. So, jetzt sehen Sie, es gibt bei uns in Tokio Begriff, also von 3 großen Demonstrationen. Eine von diesen Demonstrationen, die jeden Freitag stattfindet, seit Juni dieses Jahres und heute noch jede Woche Freitag stattfindet, nennen wir Demonstration zum Haus des Premierministers. So heißt es. Warum? Das ist ganz einfach, dass alle Bürger gebeten werden, die in der Umgebung Tokio und im Raum Tokio wohnen, dass sie von diesen verschiedenen Richtungen, wo sie wohnen, sammeln zur Stadt mit der Tokios und dann sie sollen gemeinsam marschieren zum Haus des Premierministers und das Haus des Premierministers ist in der Nähe vom Parlamentsgebäude und auf diese Idee kamen eigentlich am Frühling, ich glaube so Frühling des Jahres 2012 einige Bürgerinitiativen, die mehr oder weniger von jungen Japanern und Studenten organisiert waren. Sie sind auf die Idee gekommen, diese klägliche kleine Demonstrationen, die bringen nicht viel. Wir müssen jetzt wirklich ernsthaft denken, wie können wir noch viel, viel mehr Japaner heranbringen und große Demonstrationen bilden. Und sie haben etliche Ideen gehabt, aber eine davon war diese Demonstration. Und sie haben gedacht, vielleicht 10.000 Leute könnten kommen, dann wären sie glücklich. Aber in der Wirklichkeit sind 200.000 Leute gekommen, die die Bürgerinitiativen, die diese Demonstration veranstaltet haben, waren überwältigend. Und
Das sind also diese eines wird und gehen Sie bitte weiter. Ja, ich, so. Können Sie diesen Schalter oben, denn ich kann Text nicht sehen. Achso, Text ist ja. Ja, genau, das ist auch. Das ist, können Sie bitte weiter etwas runterbringen, das Bild? Nein, ja, genau. Diese Freitagsdemonstration beginnt immer von der Stadtmitte Richtung zum Premierministershaus. Und das ist unterwegs auf dem Weg zum Premierministershaus. Und da sieht man das von oben fotografiert. Bitte weiter. Das ist auch Moment, so, diese Freitagsdemonstration beginnt so abends 17 Uhr, also Anfang, also Start des Marsches von der Mitte Tokio. Aber es kamen so viele Menschen, immer mehr und mehr, und sie haben nicht aufgehört zu demonstrieren. Und es viele, viele Menschen, das ist schon ganz in der Nähe, dieses Foto zeigt ganz in der Nähe vom vor dem Haus des Premierministers. Und die sind einfach vor dem Haus des Premierministers geblieben, stundenlang. Und das ist sicherlich von Uhrzeit her sicherlich so ungefähr 23 Uhr, denn bei uns ist es ja auch Ende Juni, das ist der längste Tag des Jahres ungefähr. Und trotzdem ist es dunkel, da können Sie sehen, dass es schon sehr spät ist im Sommer. Bitte, weiter. So, das ist die zweite Demonstration, die diese Bürgerinitiativen geplant haben. Die haben ja mit der ersten Demonstration, Freitagsdemonstration, großen Erfolg gehabt. Dann haben sie hinterher Gedanken gemacht. Wir wollen dann noch weitere Demonstrationen organisieren, und das ist eine harte Demonstration, wobei diese Bürgerinitiativen sehr prominente intellektuelle Japaner zum Vortrag eingeladen haben. Und das hat also sehr großen Erfolg gebracht. Nämlich, Sie kennen beispielsweise Ole, das ist also ein japanischer Nobelpreisträger, Schriftsteller. Es waren auch nicht nur er, sondern es waren also etliche sehr prominente Schriftsteller bei uns in Japan, auch Künstler, Sänger, Schauspieler, aber auch Wissenschaftler, Professoren, all diese prominente Leute, die aber vorher mehr oder weniger sich zurückgehalten haben und sich nicht ganz klar zu Wort gemeldet haben gegen Atomkraftwerke. Warum, kann ich Ihnen etwas später erklären. Das hat mit der japanischen Mentalität zu tun, aber jedenfalls diese intellektuellen, prominenten Japaner, die vorher sehr sich zurückgehalten haben und nicht sehr klar ihre Meinung gegen Atomkraftwerke geäußert haben, die haben bemerkt bei Freitagsdemonstrationen ganz deutlich, es kommt in Japan auch die große Welle. Und diese prominenten Leute haben sie sich wahrscheinlich gefühlt, wir müssen auch unsere Aufgabe wahrnehmen. Und diese prominenten Leute haben immer mehr doch langsam sich zu Wort gesetzt gegen Atomkraftwerke. Und diese Bürgerinitiativen waren sehr, sehr klug. Die haben in dem Moment diese prominente Japaner, intellektuelle Japaner angesprochen, sie sollen zu dieser Demonstration kommen, sie sollen alle Vorträge halten. Wie wichtig es ist, japanische Atomkraftwerke zu stoppen. Und diese prominenten Leute haben zugestimmt, die meisten, die angesprochen worden sind, und sie sind gekommen. Und auf der anderen Seite, die japanischen Bürger, die haben natürlich auch sehr interessant gefunden. Nun kann ich ja diese Vorträge von prominenten Japanern hören, wir gehen dorthin. Und diese Demonstration heißt Stadtparkdemonstration. Und zwar, es gibt in Tokio mehrere Stadtparks, aber einer der größten Stadtparks,
Stadtparks heißt Yoyogi-Stadtpark. Der ist also relativ in der Nähe vom Kaiserspalast in Tokio, relativ in der Nähe. Und diese Stadtparkdemonstration hat ca. 170.000 Demonstranten gesammelt. Und das ist darunter, also ich bin fast bei allen großen Demonstrationen mit dabei gewesen, sie können aber kaum mich hinter diese Massenmenschen finden, weil ich war mit dabei. Ja, das sind auch die Stadtparkdemonstrationen. Sie sehen so viele Leute. Und hier rechts, Sie sehen ja diesen silbernen Dach rechts oben. Das war also Vortragsbühne und da haben diese prominenten Leute mit großen Lautsprechern gesprochen. Bitte weiter. Ja, das sind auch diese Stadtparkdemonstrationen. Sie sehen also, wie viele Menschen gewesen sind. Bitte weiter. So, jetzt auch diese Stadtparkdemonstration. Also rechts sehen Sie ja diese schlanken Autos, die sind Polizei waren. Die Polizei. Aber die Polizisten konnten auch nichts machen. Das waren einfach überwältigende Menschenmengen. Bitte weiter. Ja, das sind also die demonstrierenden Japaner auch im Stadtpark. So, jetzt ist die dritte Demonstration, die nennen wir Kerzendemonstration. Und zwar, die ist insofern ganz interessant, also diese jungen Bürgerinitiativen in Japan, die haben ja bereits schon mit zwei Arten von Demonstrationen Erfolg gehabt. Dann haben sie gedacht, jetzt machen wir die dritte Version, nämlich sie haben aufgerufen, alle japanischen Bürger, wir wollen alle Kerzen in den Händen marschieren zum Parlamentsgebäude. Wir wollen dieses Parlamentsgebäude gemeinsam mit Menschenketten umringen. Und dabei wollen wir alle in Händen Kerzenlichter haben. Kerzenlicht bedeutet bei uns auch eine Art Friedenssymbol. Sie sehen ja hier sehr viele Lichter, die kommen aus Kerzen von allen Menschenhänden. Und das ist rechts zwar ein bisschen bläulich fotografiert, vielleicht nicht ganz so deutlich, aber rechts unten, das ist Parlamentsgebäude. Und die Menschenmassen kamen von links oben schräg und dann sie haben rechts und links getrennt und die haben praktisch dann das Parlamentsgebäude umringt. Bitte weiter. So, das ist also in der Mitte Parlamentsgebäude und die Menschen sind von unten praktisch direkt frontal zum Parlamentsgebäude marschiert und dann rechts und links geteilt und dann haben sie versucht umzuringen. Bitte weiter. Sie sehen diese Menschenmassen, die sind gerade dabei sozusagen vor dem Parlamentsgebäude rechts, rechts und links zu trennen. Ne? Alle mit Kerzen in den Händen. So, das sind auch diese Demonstration, Kerzendemonstration. Da hat man auch geschätzt ca. 200.000 Menschen. Und diese Demonstration hat hier auch am 29. Juli stattgefunden. Auch immer noch in der Jahreszeit Sommer, dass der Tag eigentlich sehr lange hell bleibt. Und Sie sehen diese totale Dunkelheit, das ist fast Mitternacht. Die Leute haben angefangen zu demonstrieren, so 18 Uhr, 18:30 Uhr, gemeinsam marschiert zum Parlamentsgebäude, sie sind bis Mitternacht geblieben. Sie können ja daran sehen, wie die japanischen Bürger intensiv interessiert waren, ihre Wut in aller Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, gut. Und dann zeige ich Ihnen anschließend noch Bilder
von Fukushima. So, jetzt sehen Sie ein verlassener Dockbahnhof, der ungefähr von der Explosionsstelle 7-8 Kilometer entfernt ist. Es ist schon ganz verlassen, menschenleer. Bitte weiter. Das ist von diesem Bahnhof gesehen, die Gleis ist total verwüstet. Also in dem Gebiet natürlich wohnen keine Menschen. Ne? Bitte weiter. Das ist die verlassene oder die menschenleere Bank, Regionalbank oder Regionalbankgebäude, auch menschenleer. Das ist der fetten Supermarkt, auch menschenleer. So, das sind also die Bilder von den sogenannten evakuierten Häusern, Evakuierungshäusern. Nämlich nach der Katastrophe haben in aller Eile Japaner versucht, im Auftrag des Staates diese sogenannte vorübergehende Evakuierungshäuser zu bauen. Eine ganz primitive Bauart, aber letztendlich sehr wichtig, so schnell wie möglich jedenfalls Leute unter Dach zu bringen. Diese Evakuierungshäuser hat jeden Abschnitt ca. 15 Wohnfläche, besteht aus zwei Zimmern und dann noch ganz, ganz winzig kleine Kochecke und dann Toilette. Baden kann man nicht in dem Haus, sondern sie müssen zu gemeinsamen Badstellen Anschlag geben. Ja, das sind auch diese Häuser. So, jetzt innen sieht dieses Haus so aus. Also die Leute, die evakuiert sind, die haben praktisch wirklich die aller notwendigste. Und diese aller notwendigste haben sie praktisch an der Wand hingestellt und übrig blieb praktisch nur noch dieser enge Raum. Und da haben entweder das maßgeschneidert für entweder zwei Erwachsene, zwei Kinder oder für drei Erwachsene. Diese Leute sollten in dem kleinen engen Raum wohnen und wohnen heute noch einige. Bitte weiter. Ja, das sind diese Evakuierungshäuser. Bitte weiter. So, das ist also sogenannte Sporthalle. Bei uns in Japan sind fast alle solche ähnlichen Sporthallen bei jedem Volksschule oder Mittelschule. Und nach dieser Katastrophe waren noch nicht, zuerst noch nicht diese Evakuierungshäuser da. Und bis Evakuierungshäuser gebaut worden sind, haben sie vorübergehend, kurz nach der Katastrophe, sie haben in so einen Hallen, Sporthallen von Schulen gewohnt und diese blauen Platten, das sind also Trennwände, sie haben praktisch minimalen Platz für sich beansprucht und dort haben sie täglich gewohnt und geschlafen. Das nächste Bild ist wieder verlassener Bahnhof. Bitte weiter. Das sind also Schulen auch. So, das ist ein interessantes Bild. Und zwar, es ist so, dass die japanische Regierung nach dieser Katastrophe in Fukushima zuerst lächerlicherweise erklärt haben, ein Kilometer von der Explosionsstelle ist unbewohnbar. Die Leute sollen sofort fliehen. Und dann haben sie korrigiert, nach ein paar Wochen, nein, nicht ein Kilometer, sondern 10 Kilometer. Und dann haben sie schließlich gesagt, 20 Kilometer. Sie sagen heute noch, von der Explosionsstelle im Radius bis 20 Kilometer dürfen die Menschen nicht wohnen. Aber außerhalb von 20 Kilometer dürfen die Menschen ohne weiteres wohnen, keine Gefahr. So ist das Statement, so ist die Aussage der Regierung. Was für ein Quatsch, aber das werde ich Ihnen nachher erklären. Aber jedenfalls, so ist die öffentliche Aussage der Regierung. Und
Das heißt mit anderen Worten, es gibt ja innerhalb von diesen 20 Kilometer Zonen sehr viele Schulen. Und alle Schulen bei uns haben, wie auch sicherlich in Deutschland, Schulhöfe. Und diese Schulhöfe werden benutzt sozusagen als Platz für radioaktiv verstrahlte Trümmer, als vorübergehende sozusagen Ablegstelle. Und das ist zum Beispiel eines von solchen typischen Beispielen. Sie sehen ja diese schwarze Plastikdecke. Darin sind aufgestapelte Trümmerhaufen, aufgestapelte radioaktiv verseuchte Trümmerhaufen. Sie legen einfach so drauf und obendrauf die schwarze Plastikdecke fertig. Und die sind heute noch da. Bitte weiter. Unglaublich. So, jetzt dieses Bild zeigt nämlich, es gibt ja mittlerweile sehr viele kritische japanische Bürger, die selbst sehr aktiv arbeiten und veröffentlichen auch sehr viele wichtige Nachrichten und wichtige Werte, weil öffentliche Medien in Japan unter Druck der Regierung, unter Druck von den Konzernen und so weiter kaum wichtige Nachrichten geben. Veröffentlichen. Und deswegen haben die japanischen Bürgerinitiativen selbst praktisch diese Arbeit auf sich genommen. Das ist zum Beispiel, ein solcher japanischer Bürger hat in Fukushima in einem Park Wert gemessen und die sehen hier Wert 0,826 und das ist schon ein sehr hoher Wert, wenn Sie umrechnen pro Jahr, das ist also ungefähr, ich glaube, so 6 Millisievert pro Jahr und das ist schon alleine erheblich großer Wert und in so einer Umgebung dürfen niemals Kinder leben. So, Sie sehen diese jungen Frauen mit der Karre, mit dem Baby, das zeigt, dass die Ahnungslosen, vielen ahnungslosen Bürger in Japan, die glauben heute noch, was von der offiziellen Begegnungsstelle gesagt wird. Sie glauben einfach, naja, außerhalb 20 Kilometer, sie sagen, nicht gefährlich, also wir wohnen ja außerhalb von 20 Kilometer, also wir wohnen weiter. Und sie wollen gar nicht etwas kritischer denken. Und es gibt sehr, 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 sehr viele solche Bürger, leider, die unaufgeklärt sind und wollte ich deswegen diese Bilder zeigen. Bitte weiter. Auch ähnliche Bilder, das zeigt der 0,509, das ist auch ein anderer Park in Fukushima Präfektur. Das ist so ein Vergnügungsanstalt, das ist auch 0,838, das ist sehr hoher Wert. Bitte weiter. Das war alles, ja. So, was ich damit sagen wollte, sehr, sehr viele japanische Bürger werden immer noch überredet, betrogen von der Regierungsseite. Aber Japan zu verstehen, muss man Vorkenntnisse besitzen. Das heißt also Vorkenntnisse sogar, es gibt bestimmte wichtige Fakten, die man einfach wissen muss, um bestimmte Reaktionen, bestimmte Verhaltensweisen von den Japanern zu verstehen. Auch im Zusammenhang mit der Katastrophe Fukushima. Einmal, es gibt drei Fakten. Und einmal ganz kurz gesagt, natürlich besonders im Zusammenhang zu Fukushima, man darf nicht vergessen, das Interesse der dahinter stehenden Besetzungspolitik sozusagen, die heute noch Gültigkeit hat in Japan, also von den Amerikanern. Die Amerikaner haben ja in Hiroshima und Nagasaki Atombomben fallen lassen
Und daraufhin hat Japan bedingungslose Kapitulation gemacht, und da ist die amerikanische Besatzung nach Japan gekommen unter der Leitung von dem General MacArthur. Und der General MacArthur hat sofort in Japan amerikanische Ärzte, amerikanische Fotografen, amerikanische Wissenschaftler nach Nagasaki und Hiroshima geschickt. Aber nicht dort, um diese verstrahlten Menschen zu retten, sondern sie haben ganz bewusst Interesse gehabt, diese quälenden, leidenden Menschen zu beobachten, fotografieren, ganz kaltblütig fotografieren, haben sie dokumentiert in Schriftstücken. Sie haben auch wichtige medizinische Untersuchungen durchgeführt, also amerikanische Ärzte unter den verstrahlten Japanern. Und diese alle Informationsmaterien, wissenschaftliche Forschungsergebnisse haben sie samt mitgenommen nach USA, ein Stück hinterlassen in Japan. Nach dieser Aktion hat MacArthur in Japan ein neues Gesetz in Kraft treten lassen. Das neue Gesetz heißt, von jetzt 7 Jahre lang dürfen keine japanischen Ärzte auf irgendwelche Weise Forschung treiben, an den wissenschaftlichen Forschungen treiben, an den verstrahlten Japanern in Nagasaki und Hiroshima. Darüber hinaus, sie dürfen als Wissenschaftler keine irgendwelche wissenschaftliche Schriftstücke daraus machen oder hinterlassen. Also letztendlich alle solche wissenschaftliche Untersuchungen, Forschungsarbeiten hat amerikanische Besatzung strikt verboten und hat gesagt, japanische Ärzte, die das nicht, dem nicht folgen, die werden sofort verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Dieses Gesetz hatte Dauer von 7 Jahren gehabt. Und anschließend, nach 7 Jahren, wurde auch in Japan sozusagen, das ist nicht in Öffentlichkeit gegangen, aber letztendlich hinter den Kulissen so ein Pakt gemacht worden zwischen den damaligen japanischen Politikern und Ministerien und den japanischen Ärzten. Das heißt also, von der regierenden Seite gesagt, den japanischen Ärzten, ihr sollt weiterhin euren Mund halten, ihr dürft die Forschung an verstrahlten Patienten nicht durchführen, ihr könnt zwar diese Patienten medizinisch betreuen, behandeln, aber nicht irgendwelche Forschung an diesen Leuten treiben. Das machen die Amerikaner schon, ihr braucht nichts zu machen. Und viele japanische, oder besser gesagt, fast alle japanischen Ärzte haben gefolgt, einfach aus der Befürchtung, sie möchten, wenn sie nicht machen, sie bekommen irgendwelche Strafen sozusagen, sie bekommen keine Stellung mehr in offiziellen Krankenhäusern. Das heißt also, die Ärzte können ihre Tätigkeit nicht mehr in Japan durchführen. Aus diesen Ängsten haben die meisten japanischen Ärzte gefolgt, diesem mehr oder weniger Befehl, und sie haben weiterhin auch nach den 7 Jahren ihren Mund gehalten. Ergebnis von heute sieht es so aus, dass in Japan kaum Ärzte sind, die Spezialisten sind für diese Verstrahlung, radioaktive Strahlung, und es gibt einfach in Japan kaum Fachärzte für dieses Gebiet. Es gibt auch leider kaum Forschungsdokumente vorhanden bei uns in Japan, die nützlich sind für die ganzen tragischen Symptomen und Zustände von kranken, verstrahlten Menschen während dieser ersten 7 Jahre. Es existieren nicht
nicht, es sind zwar wenige gefunden worden, die einige Japaner trotzdem heimlich gemacht haben, aber letztendlich kaum in bedeutender Zahl. Also insofern haben die Amerikaner sehr, sehr stark beeinflusst die japanische Atompolitik, und zwar einfach aus dem Interesse, die Amerikaner haben zuerst sehr große Befürchtungen gehabt. Wenn die Japaner durch diese zweimalige Bomben sehr starkes Anti-Amerikaner-Gefühl weiter wachsen lassen, dann ist es nicht gut für die Amerikaner. Die Amerikaner wollten ja Japan wieder bewaffnen und sozusagen als Satellitenland für USA in Asien militärisch benutzen. Und insofern wollten die Amerikaner nicht, dass das japanische Volk feindliches Gefühl bekommen gegen atomare Technik. Und deswegen wollten die Amerikaner strikt alle für die ungünstigen Fakten über Atomtechnik verheimlichen vor dem japanischen Volk. Daher auch dieses Gesetz. Und dabei haben die Amerikaner mit der damaligen japanischen Regierung eine Idee gehabt, sie wollen diese Allergie vom japanischen Volk gegen Atomkraftwerke vermindern durch die Propaganda der friedlichen Nutzung der Atomtechnik für Stromerzeugung. So kam diese Politik mit Atomkraftwerken in Japan. Und seither bis heute haben die japanischen Ministerien, japanischen regierenden Politiker immer wieder behauptet, Atomkraftwerke sind die besten Stromerzeuger, sie sind sauber, sie sind 100% sicher, und Atomtechnik ist als solche wirklich beste Botschaft, Friedensbotschaft. In keinem Schulbuch der Physik in Japan, in Oberklassen, in Oberschulen, steht irgendwelche Erwähnung über die Atomphysik, dass Atomtechnik unter Umständen den Menschen Schäden bringen kann. Steht überhaupt kein solcher Satz erwähnt. Es wird nur gesagt, wie gut Atomtechnik ist. Das ist schon ein Unterschied zu den deutschen Schulbüchern, wo auch kritische Perspektiven mit erwähnt sind. Das ist also, wie gesagt, sehr, sehr wichtiges Faktum, um Japan zu verstehen. Das zweite ist Mentalität der Japaner. Nämlich, sie können sich vielleicht erinnern, nach dem Erdbeben in Nordjapan, die Japaner, die betroffen sind von diesem Erdbeben und aber auch überlebt haben, die standen an großen Schlangen, aber sehr friedlich, in aller Stille, vor dem Wasser oder um Wasser und Lebensmittel zu bekommen. Sie standen in langen Schlangen. Ohne irgendwelche Aufregungszüge am Gesicht. Sie sind einfach ganz friedlich gestanden. Und viele Europäer oder Amerikaner, die dieses Bild Fernsehen gesehen haben, haben gedacht, ja, wie herrlich sind die Japaner mit diesen Disziplin und so weiter und so fort. Also eher bewundernde Worte. Das ist aber in der Wirklichkeit nicht so. Es ist so, um die japanische Mentalität zu verstehen, muss man die japanische Tugend verstehen, die im Grunde genommen nichts anderes war als Gehirnwäsche. Nämlich, es gab vor der Weltöffnung Japans, es war ungefähr 260 Jahre
der Shogun-Dynastie Tokugawa. Das ist also die lange Ritterzeit, die letzte Ritterperiode Japans, die also 260 Jahre lang in Japan, unter dem Shogun Tokugawa. Und der erste Shogun Tokugawa, der Japan alle beherrscht hat, er war ein sehr cleverer Mann und er dachte, mit militärischer Gewalt kann ich kurzfristig das ganze Land unter Kontrolle halten, aber langfristig kann ich meine Macht nicht absichern vor dem japanischen Volk. Dafür muss ich andere Methoden nehmen. Weil er so klug war, hat er eine bestimmte Methode entwickelt. Ich brauche keine militärische Gewalt, um unser Land zu beherrschen, um mein Land zu beherrschen. Dazu brauche ich nur bestimmte Methode, nämlich Gehirnwäsche. Er hat bewusst gezielt eine bestimmte Tugend inszeniert bzw. entworfen, dass diese Tugend heißt Gehorsamkeit. Dieser Shogun hat gesagt, allen japanischen Publikum, die Tugend von allen Japanern ist kurz gesagt Gehorsamkeit. Alle Japaner müssen vor älteren Menschen, vor den Menschen, die höher stehen als über euch, dem, was von diesen Menschen kommen, müsst ihr bedingungslos folgen. Das ist die Tugend von allen Japanern. Das heißt, wer steht an der obersten Spitze Japans? Das ist natürlich Shogun. Das heißt, oberflächlich heißt es so, die Japaner sollen ihre älteren Geschwister schätzen, ihre Eltern schätzen und den höher positionierten Menschen schätzen, folgen. Aber letztendlich geht es so weit, dass das Wort, das kommt aus Shogun, das ist das höchste Wort, das heißt, also alle Japaner müssen dem folgen. Diese Tugend, also gewisserweise dieser Shogun hat das japanische Volk dieser Gehirnwäsche mit dieser Tugend unterzogen. Systematisch hat er das japanische Volk 260 Jahre lang dieser Gehirnwäsche unterzogen. Ergebnis, alle Japaner reagieren fast unbewusst so vor den höher positionierten, vor denjenigen, die höher stehen oder höhere Macht besitzen, immer sehr höflich bzw. auch sich unterstellen und folgen. Sie wissen doch, dass viele junge Japaner gezwungen waren, darunter sehr viele Studenten, die eigentlich japanische Zukunft nach dem Zweiten Weltkrieg hätten tragen sollen. Diese jungen japanischen Studenten sind gezwungen, mit dem Sturzflug auf amerikanischen Kriegsschiffe zu attackieren. Zu jenem Zeitpunkt, wo alle Japaner genau wussten, der Krieg ist verloren. Und diejenigen, die diese Befehle gegeben haben, die überleben heute noch. Sie leben gut, sie bekommen Pensionen und werden nicht bestraft. Ironischerweise, diese unschuldigen jungen Japaner, die sind gezwungen, zu Tode zu fliegen und sie sind alle gestorben. Nämlich durch diese Tugend. Diese jungen Leute haben wirklich ernsthaft an diese japanische Tugend geglaubt und gern gestorben. So ist die Tatsache. Wie schrecklich ist diese Tugend? Sie müssen wirklich Unterschied feststellen zwischen den Disziplinen und dieser blinden Gehorsamkeit. Ich muss leider gestehen, die Japaner haben nicht unbedingt das Disziplin in dem von Europäern gemeinten Sinne, sondern einfach diese schreckliche traditionelle Gehorsamkeit. Das ist das zweite Faktum, um Japan zu verstehen. Das dritte, letzte Faktum, das ebenso wichtig ist, das sogenannte Dreierbündnis. Japan, zum Zeitpunkt 1800,
1861, zum Zeitpunkt 1861, da hat Japan praktisch endgültig Samurai-Periode beendet und sich zur Welt geöffnet. Warum? Ganz einfach, dass Amerikaner, Europäer gedrängt haben, sie sind ganz in die Nähe von japanischen Inseln gekommen und die Japaner haben sich bedroht gefühlt und vor allem die viele Samurais von der unteren Klasse, die haben dafür notwendig gehalten, das alte japanische System zu zerbrechen und sie mussten neue Politik in Japan anfangen und das war diese Wendung zu neuen Meiji-Ära. Und dabei haben diese japanischen jungen Samurais von der unteren Schicht, die aber sehr intellektuell sehr gut waren, die haben überlegt, wie können die Japan retten vor den großen westlichen Mächten. Das ist nichts anderes, wir müssen Japan sofort mit größten Eilen Japan industrialisieren. Und dazu braucht Japan natürlich sehr viel europäische Wissenschaftler nach Japan zu holen. Und sie haben auch sehr viele europäische Wissenschaftler mit viel Geld eingeladen, nach Japan zu kommen. Und in Japan sollen sie an eilig gebauten Unis in Japan japanische jungen Leute unterrichten. Darüber hinaus alle sehr begabten japanischen jungen Leute gesammelt und die haben mit Staatsgeld nach Europa geschickt, um dort studieren zu lassen. Darüber hinaus haben diese japanischen Staatsbeamten gedacht, wir müssen nicht viele kleinere Unternehmen fördern, sondern wir müssen konzentriert mit unserem Steuergeld bestimmte wenige, aber starke Industriekonzerne fördern und aufbauen. So entstanden in Japan mit Hilfe von Steuergeldern sozusagen die japanischen Industriekonzerne. Die sind heute Mitsubishi, Sumitomo, all diese großen alten japanischen traditionellen Konzerne, die heute auch Atomgeschäfte machen. Seit Mitte 19. Jahrhunderts ist bei uns ein enges Verhältnis zwischen den Elite-Staatsbeamten in Japan und diesen japanischen Konzernen. Die japanischen Konzerne sind im Grunde genommen gefördert und gebaut worden im gewissen Sinne von diesen japanischen Staatsbeamten. Die japanischen Staatsbeamten helfen, unterstützen diese Konzerne ununterbrochen bis heute. Sie sind fest überzeugt, nur durch diese starke Unterstützung zu den japanischen Konzernen können sie Japan weiterhin erfolgreich führen. Das ist die feste Überzeugung von den japanischen Staatsbeamten, Elitebeamten und dabei denken sie kaum an die Vorteile oder Nachteile von dem japanischen Volk. Aber dieses Bündnis zwischen den japanischen Elitebeamten und Konzernen, dieses enge Verhältnis, hat natürlich dazu beigetragen, dass tatsächlich Japan sehr rasch sich als Industrieland entwickelt hat. Nur in Folge haben natürlich die japanischen Staatsbeamten als Lohn von den Konzernen natürlich sehr viel gefordert. Und das ist traditionsmäßig so, dass die japanischen Staatsbeamten sehr verfrüht sich pensionieren lassen, so im Alter Mitte 50 zum Beispiel heutzutage. Sie arbeiten nicht wirklich bis Ende, sondern sie steigen aus von diesem staatlichen Dienst, so im Alter Mitte 50. Warum? Sie bekommen, wie üblich, immer wieder von den japanischen Konzernen dicke Direktorstühle. Sie brauchen Sie bekommen dabei jeden Monat vielfach mehr Gehalt, als Sie vorher im Staatsdienst verdient haben. Darüber hinaus, wenn Sie nach 10 Jahren ungefähr, nachdem Sie
Arbeiten tun Sie ja sowieso nicht, aber nachdem Sie so 10 Jahre für den Konzern gewesen sind, bekommen Sie sogenannte Abschiedsgeld. Das ist also schätzungsweise, ich glaube, so 500.000 Euro. So, diese Staatsbeamten haben natürlich weiterhin Interesse, dieses Verhältnis, gute Verhältnis mit dem Konzern weiter zu hegen, weiter aufrechtzuerhalten. Und auch dazu kommt die regierende Politiker Japans. Die regierenden Politiker Japans sind im Grunde genommen vom Machtverhältnis her, sind lange nicht so mächtig wie die japanischen Staatsbeamten. Das heißt also, die japanischen Politiker, ob von welcher Partei kommen, sie sind eigentlich ohne Hilfe von japanischen Elite-Staatsbeamten verloren. Das heißt, um ihre eigenen parteiliche Wünsche, politische Wünsche oder Entwürfe zu verwirklichen, müssen sie stets Unterstützung bekommen von den japanischen Staatsbeamten. Sie haben alle Mächte unter sich. Sie haben das Recht, japanische Steuergeld zu kassieren, verwalten, verteilen, alles. Und es gibt in Japan keine Stelle, die Staatsbeamten Japans zu kontrollieren, zu inspektieren, ob sie richtig arbeiten zum Wohl des Volkes oder nicht. Es gibt keine solche Kontrollstelle. Das heißt also, die japanischen Staatsbeamten sind mehr oder weniger absolut in Sicherheit, sie können machen, was sie wollen. Das heißt also, dieses Dreierbündnis, und natürlich, deswegen Politiker hören ja auch, was die Staatsbeamten sagen, beziehungsweise auch die Staatsbeamten helfen natürlich nur solchen Politikern, die das Wort von Staatsbeamten hören. Dieses Dreierbündnis hat immer existiert, ja, schon über 100 Jahre lang so ungefähr, und hat immer ihr eigenes Vorteil, ihren eigenen Vorteil verteidigt. Sie haben einander geholfen und ihr gemeinsames machtpolitisches, wirtschaftspolitisches Interesse wahrzunehmen, und dabei sind sie immer bereit gewesen, über die Leichen zu gehen. Und typischerweise hat sich herausgestellt in der Situation der Katastrophe in Fukushima, nämlich dieses Dreierbündnis japanische Staatsbeamten helfen in der Weise, die Konzerne, die TEPCO, der Stromkonzern, hätte eigentlich längst weitergehen müssen nach dieser Katastrophe. Die Entschädigungsgeld ist gewaltig. Ein normales Unternehmen, egal wie groß, sie können solche hohe Summen nicht sagen. Dahinter sind aber Großbanken. Im Grunde genommen, es ist ja so, ironischerweise, diese Großkonzerne sind auch nicht die mächtigsten, sondern wirklich die mächtigsten sind Großbanken. Genauso in Europa, aber auch in Japan oder in den USA. Diese Großbanken Japans sind Großbesitzer von Aktien, von allen Stromkonzernen und Industriekonzernen. Und diese Großbanken haben plötzlich große Befürchtung gehabt nach der Katastrophe in Fukushima, wenn jetzt dadurch Stromkonzerne breit gehen, dann natürlich, die Großbanken besitzen so viele Aktien, und diese Aktien werden ja wertlos. Das ist schlechtes Geschäft für die Großbanken. Die Großbanken wollen ja weiterhin, wie vorher, mit diesen Stromkonzernen großes Geschäft machen, immer profitieren weiterhin. Das heißt, in dem Moment, als diese Katastrophe in Fukushima passierte, Explosion entstand, dann haben die Großbanken ganz schnell reagiert. Wir müssen großen Druck machen auf die Regierung, alles zu vertuschen, verheimlichen und versuchen, den Konzern zu retten. Mit welchem Mittel? Mit Steuern. Also die Bürger sind doppelt bestraft, ohne jegliche Schuld. Diese Großbanken und Konzerne haben versucht, beziehungsweise gedroht von den japanischen Politikern, wir müssen Geld bekommen von euch, damit wir weiter Strom erzeugen können. Und weil die Politiker auch sehr stark abhängig waren von den Konzernen und Banken, sie haben gehört und sie haben
immer wieder und immer wieder von Steuergeldern finanziert und diesen TEPCO-Konzern versucht zu retten. Und daher überlebt TEPCO heute noch und wird weiter überleben, und die Verantwortlichen bei TEPCO werden überhaupt nicht bestraft, sondern sie bekommen nach wie vor hohe Gehälter und sie leben weiter, ohne irgendwelche Schuldbekenntnisse zu machen gegenüber den Leuten in Fukushima. Die Tatsache ist, in Fukushima immer noch leben 2 Millionen Menschen in Fukushima, die Unschuldigen, und die Bürger, die besser verdienenden Bürger in Fukushima, die sind zum größten Teil schon geflohen in Fukushima, logisch. Die Menschen in Fukushima, also die Bürger in Fukushima, die vom Durchschnitt nach unten gehen, die weniger verdienen, weniger finanzielle Möglichkeiten besitzen, die können nicht außerhalb Fukushima fliehen, weil sie Angst haben, ja, dann verliere ich meinen Job und ich kann nicht mehr existieren, wir können nicht unsere Kinder ernähren und so weiter und so fort. Sie fanden sich gezwungen, dort in Fukushima zu bleiben und auch ihre Kinder in Fukushima zu behalten. In Fukushima leben circa immer noch 300.000 Kinder. Darunter sind Babys, ganz, ganz kleine Kinder. Wissen Sie, vor meiner Abreise von Tokio, ich habe Nachricht bekommen, durch die neuesten Untersuchungen von Bürgerinitiativen, fast 40% von den untersuchten 4.000 Kindern, fast 40% deutliche Symptome gehabt, Zysten oder Knoten am Hals, deutliches Zeichen von Schilddrüsenerkrankungen. Ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt, aber ich sehe sicherlich sehr, sehr harte Schicksale in Zukunft für diese Kinder. Diese Kinder sind richtig in Stich gelassen, geopfert von diesen schrecklichen, machtgierigen Politikern, Konzernen, Staatsbeamten, die nur noch an ihre eigenen Vorteile denken, gerne bereit sind, über die Leichen gehen, gerne bereit sind, ihre eigenen Kinder in Stich zu lassen in Fukushima. Ich habe mich entschlossen, diese Vortragsreise in Europa zu machen, diesmal vor allem, um Sie um Spenden zu bitten. Und zwar um einfachen Grund, ich habe eine Strategie entwickelt, nämlich, wenn die Summe natürlich nicht hoch ist, dann ist es relativ uninteressant, leider, aber ich war fest überzeugt, europäische Freunde werden bestimmt schon etwas spenden und ich werde damit bestimmte Summe erreichen und ich werde, und deswegen habe ich bewusst diesmal sehr viele Vorträge unternommen. Ich mache 20 Vorträge in Deutschland, in der Schweiz 2 Vorträge und anschließend in Frankreich 4 Vorträge. Also insgesamt 26 Vorträge. Mit diesen vielen Vorträgen habe ich Möglichkeit, Spendensummen immer zu erhöhen, und mit dieser Summe kehre ich nach Japan zurück. Ich nach Rückkehr in Tokio würde ich sofort dann weiterreisen nach Fukushima. In Fukushima werde ich dann Presseleute, lokale Presseleute einladen, Bürgerinitiative einladen, und in aller Öffentlichkeit in Fukushima möchte ich alle Veranstalternamen, die meinen Vortrag organisiert haben in Europa, nennen, und ich werde folgendes Message sagen. Das heißt also, so entfernt wohnende Europäer, europäische Bürger, haben sich solidarisch erklärt, hinter euch zu stehen und so viel Geld gespendet für euch. Und das ist erstmal dieses Wort. Ich bin überzeugt, ermutigt sicherlich viele leidende Bürger in Fukushima. Aber gleichzeitig in dieser Gelegenheit beabsichtige ich, ganz hart
Die dortige Regierung, Fukushima-Präfektur, Beamtenregierung und staatliche japanische Regierung, Politiker, Ministerien und Konzerne so weit wie möglich zu attackieren mit dem Wort. So viele Menschen in der Welt haben geholfen, so viele Spenden gemacht und ihr, die Verantwortlichen in Japan, was habt ihr gemacht für Leute in Fukushima? Gar nichts. Sie haben diese Leute bewusst im Stich gelassen, die Opfer. Was für ein Verbrecher seid ihr? Das möchte ich in aller Öffentlichkeit in Fukushima sagen. Und damit möchte ich zwar als kleiner Mann, aber ich möchte mein Bestes tun für die Menschen in Fukushima. Ich komme langsam zum Schluss, damit Sie nicht zu viel strapaziert werden. Gleichzeitig denke ich, dieses Problem mit Atomtechnik nicht nur das Problem für einzelne Länder, sondern internationales Problem. Es gibt viele gefährliche Techniken in der Welt. Sie erinnern sich vielleicht an die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. British Petroleum hat dort die Tiefbohrungsanlage gebaut im Golf von Mexiko. Sie haben aber große Unfälle gehabt, sogenannte Ölpest. Und da sind mehrere Monate lang dieses Erdöl praktisch ausgesprudelt und das ganze Meerwasser verseucht. Mehrere Monate lang. Wissenschaftler können noch nicht mal feststellen, inwieweit dadurch die ganze Umwelt des Meeres darunter gelitten hat. British Petroleum hat sich gezeigt als verantwortungsloses Unternehmen. Sie haben nämlich vor solchen gigantischen Bau der Anlagen nicht präventive Sicherheitsmaßnahmen genau gebaut, konstruiert. Sie waren gewisserweise ratlos, als diese Ölpest entstand, dieses große Unglück entstand. British Petroleum hat in aller Eile dann nach dem Ausbruch dieser Katastrophe versucht, mit aller Kraft diese Ölausströmung zu stoppen. Dazu haben sie mehrere Monate gebraucht. So sind leider sehr viele Konzerne. Sie verwirklichen eigentlich nicht ihre Verantwortung, ihre Pflicht. Für sie ist Profit so wichtig, dazu haben sie keine Zeit. Sie beeilen sich, um eine solche großindustrielle Anlage zu bauen, damit ein großes Geschäft zu machen. Sicherheitsverantwortung kommt immer hinterher. Aber im Vergleich zu allen gefährlichen Techniken ist die Atomtechnik aber besonders gefährlich. Warum? Das ist ganz einfach. Atomtechnik steht nicht in Relation zu allen anderen Techniken. Warum? Ist ganz einfach. Wenn etwas passiert mit der Atomtechnik, ist nicht nur die Gegenwart dadurch beschädigt, sondern in alle ewige Zukunft. Ein normaler Mensch lebt ja 80, 90 Jahre. Vielleicht seltenerweise über 100 Jahre, aber länger nicht. Ein juristisches Unternehmen hat auch eine Lebensdauer nicht allzu lang. Vielleicht ein paar hundert Jahre, aber Schluss. Das heißt mit anderen Worten, alle Betreiber, ob Person oder Unternehmen, alle Betreiber, die Atomkraftwerke betreiben, sie wissen einerseits ganz genau, wenn etwas passiert mit ihren Atomkraftwerken, diese Verseuchung geht weiter in unendliche Zukunft. Nicht nur die gegenwärtig lebenden Menschen, sondern ihre Kinder, ihre Enkel, Kindeskinder in ewige Zukunft hinein. Diese Verseuchungsgefahr geht weiter. Auch weil diese Erbmassen an den Menschen beschädigt werden. Es hat sich gezeigt, auch in Hiroshima, weit entfernt gewohnte Japaner von der Explosionsstelle haben gar keine Symptome gehabt, gestorben. Ihre Kinder auch ohne Symptome gestorben. Ihre Enkel erst bekommen Blutkrebs.
und werden untersucht und festgestellt, vermutlich doch, die Erdmasse hat damals vom Urgroßmutter also beschädigt und jetzt in der Generation Enkel kommt Ergebnis von dieser Verstrahlung. So ist es. Das heißt, mit anderen Worten, diese Betreiber, diese gefährliche Atomtechnik benutzen, sie können einfach nicht Verantwortung tragen, wenn etwas passiert. Sie können doch nicht diese Schäden, die entstehen nach 1000 Jahren, wieso können diese Menschen die Schäden in solcher Zukunft von heute irgendwie entschädigen? Das ist ja unmöglich. Moment. Sind alle Menschen, die Atomkraftwerke betreiben, nichts anderes als Verbrecher? Zum Schluss möchte ich nur Folgendes sagen. In Europa ist es genauso gefährlich. Deutschland hat sich erklärt, ob es sich bewahrheitet, termingemäß, dass Deutschland aussteigt, ist eine andere Sache. Ich bin inzwischen sehr kritisch geworden. Aber immerhin, Deutschland hat sich offiziell erklärt, auszusteigen, aber was nützt es, wenn Deutschland auch aussteigt? Im benachbarten Land, in Frankreich, da sind 58 Reaktoren in Betrieb. Ich habe festgestellt, durch die Nachrichten von japanischen Wissenschaftlern, beispielsweise in Normandie, in Frankreich, gibt es ja ganz, ganz große Uranaufarbeitungsanlage. Und wenn etwas passiert mit dieser Uranaufarbeitungsanlage, die dort Geschäft gemacht wird, wissen Sie, dass die Franzosen mit dieser Anlage, sie sammeln ja einmal gebrauchte Uranbrennstäbe und sie sammeln alle einmal gebrauchte Brennstäbe von verschiedenen Atomkraftwerken und sie bearbeiten und sie produzieren Plutonium, unter anderem diese NOx, und sie verkaufen das. Und daher hat diese Aufarbeitungsanlage in Normandie immer ständig sehr viel radioaktive Substanzen, erheblich mehr als in Relation mit Fukushima oder Tschernobyl. Wenn einmal etwas passiert, Ernsthaftes passiert mit dieser Uranarbeitungsanlage in Frankreich, dann ist das ganze Europa unbewohnbar. Wohin fliehen Sie? Das ist die Wahrheit. Entschuldigung, ich habe total vergessen, das ist Spenden. Ich benutze meine Hamburger Food, weil ich so lange in Hamburg gewohnt habe. Wenn Sie bitte spenden möchten, ich bin sehr dankbar. So, und daher heute das Problem mit den Atomkraftwerken und letztendlich natürlich Atomwaffen, das ist nicht nur Problem in einzelnen Ländern, sondern das ist das Problem weit international, weltweit, und ich reise quer über Europa mit der ganz herzlichen Bitte, wir müssen solidarisch gegen atomare Technik umgehen, wir müssen wirklich solidarisch kämpfen gegen diese unvernünftige Technik. Was ist wichtiger? Unser Leben oder Stückchen Luxus, materielles Luxus? Was ist wichtiger? Unser Leben ist doch viel wichtiger. Diese Erde, gesunder Boden, der uns täglich Lebensmittel produziert. Gesunder Boden, gesundes, sauberes Wasser, das gesunde Meer, gesunde Luft, die sind überhaupt die Grundlage für uns Menschen, nicht nur für uns Menschen, sondern für alle Lebewesen in der Welt. Die Menschen sind nicht erlaubt, alle anderen Tiere zum Interesse der Menschen auf irgendwelche Weise zu beschädigen. Dazu sind die Menschen nicht berechtigt. Die Menschen sind mit der Entwicklung der Technik zu arrogant geworden. Und sie sind zu überheblich geworden. Die Menschen haben übers Verhältnis gelebt, nach meiner Meinung. Sie haben total verloren diese ethische Überzeugung, die Selbstkritik
Ich muss weinen. Bitte, wir müssen solidarisch kämpfen gegen diese Atommafias. Wir wollen unsere schöne Natur bewahren und wir wollen unbedingt Frieden bewahren ohne atomare Waffen, ohne Atomkraftwerke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gerade jetzt nach den bewegenden Worten am Schluss, ich glaube, das hast du überhaupt nicht hinzuzufügen. Ich würde dir gerne auch noch präsent übergehen. Und zwar ist da auch noch mal was drin, ein Bildband über das schöne Hessen. Das ist das, was es zu erhalten gilt. Ja. Klima, Kultur, das ist alles gefährdet durch diese Technologie. Und ich glaube, da kann man gar nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank von unserer Seite. Fragen, die Sie bewegen, auch gerade zu den medizinischen Dingen und zu den Dingen, die wir zum Teil ja doch über Fukushima jetzt wissen, dass wir einfach beide uns hier vorne hinsetzen und Sie einfach die Fragen, die Sie jetzt wichtig finden, im Anschluss an die Hintergründe, die wir haben erfahren können, über die Situation, die uns ja manchmal ganz, ganz schwer verständlich ist. Aus meiner medizinischen Sicht nur ein Beispiel über die ungeheure Macht, die ausgeübt wird im Medizinerbereich. Wir wissen nach Tschernobyl, dass wir als sozusagen niedrig verstrahltes Europa außerhalb der 30-Kilometer-Zone in sehr viel Niedrigstrahlung, so nennen wir das, Radioaktivität abbekommen haben. Und dass in den 9 Monate nach dem April, also im Januar 1987, eine sehr gute Statistik zum Beispiel über die Geburtsschäden, über die genetischen Schäden, von denen wir ja auch gehört haben. Zum Beispiel in München und Berlin zahlenmäßig vorhanden sind, an dem Trisomie 21-Syndrom, Down-Syndrom, noch ein Kind, so heißt es auch. 5-mal so viele Kinder sind in Berlin und München geboren im Januar, also genau nach der Konzeption in dem Monat April, als normalerweise. Das sind zum Beispiel 2 Städte, die so eine Statistik haben. Natürlich ist genau dasselbe in Japan zu befürchten, nur in viel größerem Ausmaß, weil viel mehr Menschen auf viel mehr engem Raum der radioaktiven Strahlung ausgesetzt sind. Wir erfahren nichts darüber. Wir erfahren nichts darüber. Und ich denke, das ist nur so ein Mini-Beispiel. Als dieses Projekt aufkam, unabhängiges Krankenhaus für Fukushima, dafür Geld zu sammeln, da denkt man doch, Japan, Krankenhaus, Hightech, wie können die Almosen, Geld oder auch große Hilfe von uns haben wollen? In Tschernobyl haben wir das verstanden. Belarus, Ukraine, Russland. Aber es ist wirklich so, ich habe es ja erlebt in diesem Sommer, die Menschen werden nicht informiert über ihre Befunde
Es wird verharmlost, also Ido sprach davon, 40% der bisher untersuchten Kinder in der Region haben Veränderungen in der Schilddrüse. Die müssen nicht notwendigerweise zu Krebs führen, aber sie besagen, da ist etwas im Gange, was in keine kindliche Schilddrüse gehört. Und es wird ihnen gesagt, den Eltern, kommt in 2,5 Jahren wieder, dann machen wir eine Kontrolle. Sind ja klein die Knoten, sind ja klein die Zysten. Ja, kleine Kinder, kleine Zysten, kurze Zeit, genau dasselbe. Jede Mutter, jeder Vater, der sowas von seinen Kindern erfährt, wird sagen, ich kann damit nicht leben, 2,5 Jahre nicht zu wissen, was los ist. Und wir sagen eben, das muss nach einem halben Jahr kontrolliert werden. Sie versuchen in anderen Kliniken, in anderen Präfekturen, ihre Kinder untersuchen zu lassen. Wenn die erfahren, diese Kinder oder diese Familien sind aus der Fukushima-Präfektur, wird ihnen gesagt, geht dahin, da werden die Daten gesammelt. Da gibt es einen Professor, das konnte man auch in unseren Medien, glaube ich, zum Teil lesen, der sagt, 100 Millisievert im Jahr macht niemandem etwas. Diese Millisievert werden bezogen auf die Zeiteinteilung. Und ich sage immer als Beispiel, das müssen wir uns mal klar machen, eine Röntgenaufnahme der Lunge entspricht 0,02 Millisievert. Wenn wir das mit 50 multiplizieren, haben wir 1,0 Millisievert, das heißt die Grenze, die wir sagen. Wer von uns wird sich, seine Verwandten, seine Kinder dieser Prozedur einmal im Jahr unterziehen? 50 Röntgenaufnahmen der Lunge, einfach mal so, das macht nichts. Das glaubt doch keiner. Wir haben das Beispiel gesehen, 0,8 Millisievert, rechnen Sie grob, 9000 Stunden hat das Jahr, 8 mal 7 ist 8 mal 9, 72, ja, das wären 7,2 Millisievert, das ist 7 mal der Wert, der jetzt, ich sage jetzt einfach mal, politisch akzeptiert ist. Es ist eine politische Entscheidung zu sagen, okay, 1,0 Millisievert ist zumutbar. Politisch heißt das, wir nehmen so und so viele zusätzliche Krankheits- und Krebsfälle in Kauf. Das zahlt unsere Gesellschaft. Wenn ich das jetzt mit 100, wie der Herr Professor sagt, multipliziere, habe ich eine riesig hohe Quote an zu erwartenden zusätzlichen Erkrankungen. Und das bedeutet für ein Volk etwas, das bedeutet für das Gesundheitssystem etwas und es ist sozusagen eine politische Entscheidung. Medizinisch sind wir Menschen nicht für irgendwelche Strahlung gemacht. Wenn es uns nicht trifft, können wir froh sein, aber die Statistik sagt ganz klar, das wird auf die Gesellschaft zukommen. Und über diese Dinge wird in Fukushima, wird in Japan, wird von den Ärzten wirklich auch nichts gewusst. Ich konnte es nicht fassen, 25 Jahre, 26 Jahre Tschernobyl sind vorbei. Und wir haben immer gedacht, Hiroshima und Nagasaki, das war ja ein gutes medizinisches, schreckliches Experimentierfeld, da muss man ja was wissen. Ich habe wirklich auch erst in Japan erfahren, dass diese ganzen Unterlagen, so wie wir es heute nochmal gehört haben von MacArthur, wirklich nicht im Land sind. Ich habe die Hiroshima-Klinik für die Opfer besucht, die haben 1972 erst eine Klinik bekommen. Das kann man sich nicht vorstellen. Also diese Sache, ich kriege immer eine Gänsehaut, sich vorzustellen, medizinisch ist alles oder sehr vieles klar, was Niedrigstrahlung, davon gehen wir jetzt mal aus, Niedrigstrahlung macht. Und trotzdem werden die Menschen nicht geschützt. Und dass die Kinder und die Schwangeren nicht in der Stunde, als die Katastrophe da war, irgendwo hingeschickt wurden, ich meine, das kann man in Japan auch, Menschen wegschicken und wenigstens erstmal sagen, geht weg, kann ja sein, in 14 Tagen könnt ihr wiederkommen. Aber erstmal sind das die gefährdetsten Menschen, die es nicht geschehen. Und ich glaube, wir haben heute ein bisschen verstanden, dass Gehorsam und Disziplin wirklich
zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Und unsere Politiker, die, oder unsere Medien auch, die oft gesagt haben, seht mal, wie diszipliniert die Japaner sind, das wäre bei uns nicht möglich. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken und sollten sagen, Gott sei Dank, es ist vielleicht nicht so bei uns. Ja? Also Disziplin, klar. Aber dieser Gehorsam, der so eine lange, lange Geschichte hat, das habe ich eigentlich alles erst jetzt verstanden durch den Kontakt mit dir, hat auch seinen riesigen Preis. Und jetzt denke ich, dass Sie einfach die Fragen stellen und ich setze mich hier mit hin und du setzt dich auch hier hin. Vielleicht kommen wir doch noch in den nächsten halben Stunden. Was mich jetzt total erstaunt hat, war, Sie hatten ja diese Demonstration gezeigt von 175.000, 200.000. Ich habe davon vorher auch nie hier in den deutschen Medien was mitgekriegt. Das heißt also, selbst wenn das so medial ist, warum kriegt man das dann auch nicht hier mit? Selbst wenn Deutschland aussteigt aus der Atomenergie, das heißt, sind dann unsere Medien auch manipuliert? Ja, erstmal vielen Dank auf Ihre Frage. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Es ist nämlich so, es hat sich im Grunde genommen allzu deutlich gezeigt, dass alle japanischen Medien versagt haben. Es gibt in Japan zwei Reihenmedien, einmal sehr viel zahlreiche Privatmedien, also private Rundfunkstudios, private Medien, Presseunternehmen. Diese leben ja genauso, ich glaube auch wie in den USA oder in Amerika, sozusagen von den Werbeeinnahmen. Das heißt also, sie brauchen Sponsoren. Und es gibt in Japan natürlich auch sehr viele Sponsoren, die diese Medien benutzen für die Werbung. Die größten Sponsoren sind nämlich Stromkonzerne und auch Industriekonzerne. Und diese wollen natürlich überhaupt nicht, dass die japanischen Medien für sie ungünstige Nachrichten verbreiten. Kurz nach der Fukushima-Katastrophe haben die japanischen Staatsbeamten, Regierung und diese Konzerne, wie gesagt, dieses Dreierbündnis, hat sofort reagiert, sofort diese alle japanischen Medien unter Druck gesetzt, da wir all diese Demonstrationen, all diese tragische Geschichte in Fukushima sind überhaupt nicht berichtet worden. Es gibt in Japan auch staatliche Nachrichtensender, das ist NHK, wie hier in Deutschland vergleichbar ARD oder ZDF. Diese NHK-Medien ist völlig korrumpiert. Sie benachrichtigen nur die Dinge, die angenehm sind für die Regierungsseite, aber nicht zum Interesse des Volkes. Sie hat ihre neutrale Position schon längst verlassen. Das hat sich deutlich gezeigt in dieser Katastrophe in Fukushima. Und ich bin so dankbar denjenigen Journalisten in Japan, das sind also meistens jüngere Journalisten, die früher gearbeitet haben bei diesen größeren japanischen Medien, ob privat oder staatlich, spielt keine Rolle. Einige dieser jungen Journalisten haben freiwillig verlassen. Sie waren dermaßen enttäuscht, das sind also gewissenhafte Journalisten und Journalistinnen, und die haben immer mehr und mehr nach dieser Katastrophe und besonders seit Sommer dieses Jahres
unter sich versammelt und diese Leute haben über YouTube im Internet eigene sogenannte kleine Newscenter gegründet. Heute bekomme ich die meisten wichtigen Nachrichten von diesen Leuten. Nämlich diese Journalistin, die haben mutig auf ihr eigenes Risiko ihren Job aufgegeben und sie haben unter Kollegen auch natürlich mit Spendengeldern von den Bürgern ein neues kleines Studio gegründet und sie berichten über YouTube alle Ereignisse, die praktisch von staatlichen oder von privaten großen Medien nicht berichtet werden. Und damit glaube ich, Ihre Frage beantwortet. Weiß man denn, wie zurzeit die Lage in Fukushima selbst ist mit diesen Reaktoren? Weil man hört hier nichts, man sieht nichts. Es ist so ganz gefährliche Lage. Also ich verstehe nicht, dass viele Japaner immer noch so ahnungslos und auch gefährdet sind. Es ist also folgendes. Erstens, schon, es hat sich ganz klar gezeigt, nach den Forschungen von diesen freiwilligen Journalisten, es haben sich viele neue, bis dahin vertuschten Tatsachen herausgekommen oder herausgezeigt. Das ist also so, dass selbst in diesem japanischen Stromkonzern, es waren tatsächlich gewissenhafte Ingenieure. Und diese Ingenieure haben immer und immer wieder gewarnt, die Verantwortlichen für die höher stehenden Manager lassen. Unsere Atomkraftwerke sind zum größten Teil so alt, so gegen 40 oder über 40 Jahre alt und an vielen, vielen Stellen marode. Und eigentlich, es gibt auch bei uns in Japan sehr strenge Vorschriften der Wartungen. Aber diese Wartungen werden bewusst vernachlässigt und diese obenstehenden Verantwortlichen haben immer reagiert auf solche Warnungen. Naja, bis heute haben wir nichts gehabt, also morgen werden wir auch nichts haben. Denn letztendlich, diese strengen Wartungsarbeiten, die kosten sehr, sehr viel Geld. Und wenn wir diese alle Kühlungsanlagen, Pipelines erneuern werden, das kostet sehr, sehr viel Geld. Wir haben momentan so gutes, profitables Geschäft, denn wir haben diese ganze Atomanlage ja abgeschrieben, steuerlich, und wir machen nur noch Profit, und dieses nur noch Profitgeschäft wollen wir weiterführen. Und natürlich, ab und zu sollten wir auch schon Wartungsarbeit machen, aber so wenig wie möglich. Naja, es wird sicherlich nicht passieren. Und wenn auch passiert, es ist wichtig, dass das nicht vorkommt während meiner Dienstzeit. Ich arbeite für diesen Konzern als Direktor oder Obermanager vielleicht nur noch 5 oder 10 Jahre, und während dieser Zeit wird bestimmt nicht großes Erdbeben kommen, und nachher, also wenn ich nicht mehr tätig bin und großes Entlassungsgeld habe ich bekommen, und wenn nachher etwas passiert, interessiert mich nicht. So ungefähr ist die Haltung. Und in der Wirklichkeit auch der vierte Reaktor, der momentan im ganz, ganz gefährlichen maroden Zustand ist und keiner kann nicht dran. Die toten TEPCO-Leute versuchen ja auch verschiedene Verstärkungsarbeit durchzuführen, aber es ist sehr, sehr schwierig, Leute dorthin zu schicken, weil es viel zu gefährlich ist. Dort ist zu große Verstrahlung. Teilweise versuchen sie mit ferngesteuerten Robotern zu arbeiten, aber alles ist so eine Sache, die weit weniger Erfolge bringen, um diesen vierten Reaktor zum sicheren Zustand zu bringen. Also es besteht nach wie vor große Gefahr. Also wenn ein großes Erdbeben kommt, dann sicherlich passiert etwas in Japan unter Umständen,
unser ganzes Land wird nicht mehr bewohnbar. Wir hatten am Dienstag Herrn Professor Flugbeil zuhören können in Frankfurt bei unserer IPPNW-Gruppe. Und da haben wir nochmal wirklich aus berufenem Mund, der ist Physiker und der war auch mal wusste in Fukushima, fährt auch wieder hin, gehört, wie es wirklich an einem Haar hängt, was in diesem Reaktor 4 droht. Die Instabilität und vor allen Dingen durch das Kühlwasser ist der Untergrund, da leckt es immer zu durch, ist der Untergrund weich geworden. 1 Meter ist es schon in den Boden gesunken. Also dieses durch das Erdbeben instabil gewordene Bauwerk, wo warum auf 30 Meter Höhe in einer Wanne diese 1500 Brennstäbe sind, das verstehe ich gar nicht, aber vielleicht versteht das ein Physiker. Und wenn diese Masse von Radioaktivität, die soll 85 Mal größer sein als das, was von Tschernobyl rausgekommen ist, wenn die sich entzündet und es also zu dem Super-GAU kommt, dann ist das, was wir eben gesagt haben, und die ganze Welt. Und was mit den 300.000 Tonnen hochverstrahltem Wasser, was täglich ja wieder produziert wird, Meereswasser passiert und wo das hinkommt, das ist genauso unklar wie, du hast jetzt kein Bild gezeigt, nur den einen Haufen auf dem Schulhof, ich bin durchs Land gefahren, ähnlich wie unsere Heuballen, sind da die 5 oder 10 Zentimeter abgetragene Erde, die sogenannten dekontaminierten Dörfer, in solchen Ballen liegen da und ich habe mir sagen lassen, dass 1 Kilo Erde über 1 Million Becquerel strahlt. In solchen Ballen wie bei uns, die Heuballen sind noch größer. Das liegt da. Ja, wo soll das denn hin? Das noch ein ganz schrecklicher Punkt, den du auch nicht gesagt hast. Sie verbrennen in normalen, nicht mit besonderen Filtern ausgestatteten, normalen Hausmüllanlagen in südlichen Städten, in Tokio, immer 10% radioaktiven Müll von dem Tsunami, von dem, was an der Küste ist. Das ist ja fast alles radioaktiver Müll. Und damit ist sozusagen auch das unverstrahlte Land verstrahlt. Wir haben ein ganz kleines Experiment zu Hause gemacht, weil ich so einen Geigerzähler aus Japan mitgebracht habe. Wir haben unser altes Kaminholz gemessen, das vor Tschernobyl gewachsen war, und fanden da einen vielfach erhöhten Wert. Dann haben wir das verbrannt und ich hatte so die Idee, das wird nun in der Asche noch konzentrierter sein. Dem war nicht so. Das heißt, dann war es wieder 0,05 Mikrosievert. Das heißt im Grunde, dass es im Schornstein zu mir und unseren Nachbarn geflogen, ja, was da drin war. Und wir wissen ja auch, von Tschernobyl, die Waldbrände in dem ersten Jahr und im zweiten Jahr hat eben das ganze Land mit radioaktiver Niedrigstrahlung verseucht, auch da, wo es nicht war. Und dass das möglich ist in Japan, das geht nur aufgrund der Korruption und diesem Zusammenspiel von den drei Faktoren, die uns erklärt wurden. Die Menschen sagen, da fließt unendliches Geld in so eine Stadt, die bisher nicht verstrahlt ist, ganz im Süden auf der, wie heißt die Insel? Kyushu, ja. Da gibt es eine große Stadt. Und das können wir uns nicht vorstellen. Das ist kriminell und dumm und alles zusammen. Und also für uns unvorstellbar. Aber das ist ein Stück japanische Realität, dem die Menschen ausgeliefert sind. Das ist ganz schön. Ja, ich denke, trotz all dieser Tatsachen, die Herr Kobayashi hier ja geschildert hat, macht es doch auch Hoffnung, dass es hunderttausende Japaner sind, die jetzt dagegen auf die Straße gehen, die gemerkt haben, dass es so nicht weitergehen kann und die auch alles dafür tun werden, dass die Reaktoren nicht wieder hochgefahren werden. Bei einem ist es ja schon passiert, aber die auch nicht Ruhe geben werden, bevor das alles
beendet wird. Und ich denke, das ist für uns auch ein Ansporn, nicht Ruhe zu geben. Es gibt zwar den Ausstiegsbeschluss, aber wir wissen, wie brüchig das ist und wie jetzt schon wieder, man hat ja die Kampagne gesehen gegen die steigenden Strompreise, wo angeblich der Ökostrom dran schuld sein soll. Es bleibt notwendig, wachsam zu bleiben, es bleibt notwendig, hartnäckig zu bleiben. Das mag von dem einen oder anderen belächelt werden. Wir wissen, was wir da tun und dass es richtig ist. Und das möchte ich vielleicht auch zum Abschluss für heute nehmen. Bleibt wachsam, geht mit, geht hin, macht eure Freunde, Bekannte aufmerksam, lasst nicht locker. Wir müssen dieses Teufelszeug loswerden. Das gilt hier in Deutschland, das gilt in Frankreich, das gilt weltweit. Lasst mich das zum Abschluss sagen. Vielen Dank.